Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lego Herr der Ringe. Wir haben es jetzt mal aufgehört und haben in der letzten Folge den guten Aragorn gefunden, den wir auch gerade spielen. Wir können natürlich trotzdem immer noch wechseln, aber ich meine, der Mann hat ein Schwert, der weiß, wie man sich zur Wehr setzt. Zumindest möge man darauf hoffen. Und wir hatten in der letzten Folge leider ein paar technische Schwierigkeiten, die sich hoffentlich jetzt nicht vermehren werden oder generell im Allgemeinen am liebsten aufhören werden. Und mir fällt gerade auf, die Feuer sind nicht mehr an. Wow, die Feuer, sie wurden gelöscht letztendlich. Und guck mal, hier lag noch ein Block, den wollte ich eigentlich mitnehmen. Aufgabenfinder. Nö, das möchte ich nicht. Nee, lass mal stecken. So, warte, können wir hier mit Aragorn hoch? Ist das eine Möglichkeit? Nee. Der kann aber allgemein auf jeden Fall schon mal ziemlich hoch springen, was natürlich Sinn ergibt, weil der hat natürlich ein bisschen längere Beinchen als die Hobbits. Ja, an sich würde ich halt wirklich sehr gerne noch den Kessel suchen. Mein Problem ist halt wirklich nur, dass ich ein bisschen Angst habe, dass das Spiel dann tausendmal hintereinander nochmal crasht. Aber hey, vielleicht werden wir den ja tatsächlich auf dem Weg hier finden. Das könnte natürlich wirklich sein. Das sieht mir nach Bosskampf aus, habe ich recht? Ich werde mal auf die Karte gucken, wo der markiert war. Wenn der überhaupt markiert war. Ne, der war nicht markiert. Das heißt, der könnte theoretisch überall sein, ne? Tom Bombaldi. Keine Ahnung, wer das ist. Verstehe ich immer noch nicht. Tom Bombaldi. Ah, sieht sehr interessant hier aus, um das mal so auszudrücken. Können wir hier was mit Sam machen? Das sieht so aus, als wenn er da was ausgraben könnte. Tatsächlich. Zeig mal her, darunter könnte sich gut ein Kessel befinden. Oder auch ein bisschen Geld. Ich weiß nicht, wer es da vergraben hat, aber ich bin sehr dankbar dafür, dass er es dort vergraben hat. 140.000 haben wir bisher, das heißt, wir werden uns den Tipp auf jeden Fall holen können, aber... Ja, yeah, ich meine 50.000 für einen Tipp. Oh, was ist denn das? Ein Schlüssel! Okay, ich weiß direkt, was ich damit tun werde. Glaube ich. Oh, warte mal, da hinten ist was markiert. Willst du mir sagen, dass der Schlüssel dort angewendet werden kann? Das sieht doch nicht nach einer Tür aus. Ich hätte jetzt gesagt, das sind bestimmt die silbernen Schlösser in der Bree. Aber das ist anscheinend nicht der Fall, oder? Nee, da kann ich nichts aufschließen. Also, ich gehe da gleich auch nochmal hin. Mir ist schon klar, dass wir da was zerstören müssen. Aber ich werde kurz davor nochmal zurück ins Dorf gehen. Kurz nochmal der Bree einen Besuch abstatten. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir damit auf jeden Fall die silbernen Schlösser aufmachen können. Und ich denke, darin wird sich doch bestimmt noch der ein oder andere Schatz befinden. Zumindest gehe ich davon aus, weil sobald eine Tür verschlossen ist, kann man eigentlich erwarten, dass sich dort hinter etwas befindet. Dem ist natürlich nur, muss ich mich jetzt entscheiden, was ich nehme? Habe ich den gerade fallen gelassen? Was soll das denn? Nein, nicht das Feuer. Also kannst du auch machen, von mir aus. Aber nein, der D-Spot! Oh. Ja, das war jetzt mal ein kleines Tutorial, wie man Schlüssel verlieren kann, ne? Für die Leute, die es nicht wussten von euch. Oh, Mann. Was war das denn jetzt für ein Reinfall? Na gut. Nee, ich werde mal zusammen bleiben. Wir haben ja noch ein paar Löcher, die wir ausgraben können. Ich hoffe, den können wir nochmal wiederfinden. Ja, der liegt da jetzt einfach wieder. Hä, okay. Wie komisch. Ja, nimm ruhig. Pack den darauf. Von mir aus. Kann ich den auch jetzt wieder einfach weglegen, oder? Ne, den habe ich jetzt schon dauerhaft dabei. Das heißt, ich muss den hier irgendwo anwenden. Ja, mache ich das jetzt mal kaputt. Dann ist das so. Ah, da brauche ich den Schlüssel tatsächlich. Oh, wäre ich einfach mal direkt hier hingegangen, ne? Ich Vollidiot. Ist natürlich ja auch ein goldenes Schloss. Und kein... Und, oder ein bronzenes fast schon eher. Und kein silbernes. Oh. Ein Stein aus eigentlich Plastik, aber ist bestimmt eigentlich Metall. Ja, ja. Die zwei Golddublonen. Plastik. Ich liebe übrigens immer noch das Wetter gerade. Bei mir regnet es gerade draußen auch und ich liebe einfach die Herbststimmung. Ich liebe alles daran, das ist super. Bin gerade sehr entspannt. Mal sehen, wann sich das ändert, wenn der nächste Kampf auf uns trifft. Können wir uns da oben ranhängen? Wird knapp, ne? Sich daran zu hängen. Aber vielleicht können wir mit Sam hier irgendwo eine Pflanze ausgraben. Oh, wer ist er denn? Hallöchen. Was geht denn so? Hast du eine Mission für mich? Werter Herr? Ein Bandit hat mein unbezahlbares Familienerbstück gestohlen. Die Pilzkrone. Ich wollte sie mir am Ortangturm zurückholen. Wurde aber von einem schwarzen Reiter vertrieben. Bringen Sie mir bitte. Ja klar, warum nicht, ne? Müssen wir nur mal gucken, ob wir den finden, den Ort. Da ist ein Fragezeichen markiert. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Der lebt hier einfach in der Höhle? Hm, irgendwie auch ganz cozy, ne? Muss man sagen.
So, wo könnte der sein? Ich guck mal auf die Karte. Ich lasse mir das einfach mal markieren. Ach, das ist ja gar nicht so weit weg, ne? Warum markiert er das so komisch? Wahrscheinlich, weil ich einmal um den Berg rumlaufen muss, ne? Dann zeige mir mal den Weg. Den Weg. Okay, da wird jetzt was angezeigt. Ah, der führt in die Richtung, hä? Hä? Ach so, wahrscheinlich ist das nur markiert. Ah, es könnte sein, dass das... Ist wahrscheinlich er, der markiert ist, oder? Ja, okay, Zielort. Okay, dann müssen wir den... Wäre ja auch ein bisschen dumm, wenn das markiert wäre, was man finden muss, ne? Ja, dann werde ich mal die Augen aufhalten, ne? Ich kann allerdings nicht versprechen, dass ich ihn nach Hause bringen kann. Also erwarte nicht in nächster Zeit deine Krone zu sehen. Aber ich versuche mein Bestes. So. Übrigens, ich muss mal ganz kurz ansprechen. Ich habe ja in der letzten Folge erwähnt, dass ich die Musik ausgeschaltet habe aufgrund von Copyright-Gründen. Und, ja, ich finde es ein bisschen fragwürdig, denn ich habe das Video gestern hochgeladen. Und dachte mir dann so, ja, na gut, da wird da ja nichts Copyright-mäßiges mehr drin sein. Und es wurden trotzdem 2 Copyright-Claims halt drauf gemacht auf das Video. Wie gesagt, ich finde es jetzt nicht unbedingt schlimm. Die paar Cent, die damit verdienen, ja, mein Gott, ne, was soll's. Und, was mich eher stört, dass es halt nicht schön aussieht, sage ich mal. Und ich immer eine Benachrichtigung bekomme von YouTube, da hat man immer schon automatisch irgendwie ein bisschen Angst, so ungefähr. Na, was steht da jetzt drin? Und ja, ich fand es halt ein bisschen blöd, weil man macht die Musik schon extra aus und dann kriegt man trotzdem noch einen Copyright-Claim. Es ist zum Glück nur ein Claim und nicht wieder gesperrt in anderen Ländern. Da bin ich schon mal ganz froh drüber, dass es nicht so ein Claim ist. Aber trotzdem natürlich eigentlich nicht so geil, ne? Wenn man mal drüber nachdenkt, man macht die Musik schon aus und trotzdem läuft welche, die auch gecopyrighted wird und... Ja, naja, gut. So kommt das nun mal eben. Und ich muss wieder ein paar mehr von diesen Pflanzen hier zerstören. Ich will ja auch ein bisschen Geld sammeln. Wir wollen ja ein paar Moneten haben. Ich habe ja eigentlich erwartet oder zumindest gehofft darauf, dass wir in der Bree vielleicht einen Händler finden, bei dem wir einen neuen Charakter kaufen können. Und wenn ich mal auf die Karte gucke, ist auch keiner markiert, ne? Hier sind nur andere Quests, oder? Soll ich da nochmal hingehen? Das sind auf jeden Fall Fragezeichen. Ich weiß nicht ganz, was es damit auf sich hat. Bevor wir hier nämlich weitergehen, möchte ich hier auf jeden Fall alles erledigt haben. Ja, was war das denn? Aragorn, was ist Aragorn hier gerade einfach hingeflogen gefühlt? Okay, ich wusste nicht, seit wann können Menschen fliegen? Warum habe ich diese Fähigkeit noch nicht erhalten? Kriege ich das DLC noch? Gibt es das ab einem gewissen Alter erst? Muss ich erst 30 oder so werden? Uiuiui. Okay. Hallo? Kann der Weg mal bitte nicht immer einfach verschwinden, wenn man in der Nähe ist? Ach, das ist einfach nur die Karte? Boah, ich bin enttäuscht. Ja, aber ist doch daneben. Wo kann ich hier dann noch mit jemandem quatschen? Das Feuer wird's auch nichts... Ah, guck mal hier, ne? Ne, da war ich aber drin. Hier kann ich auch nichts aufmachen. Kann Aragorn daran vielleicht ziehen? Ich meine, der ist ein bisschen stärker. Nö, auch nicht. Hm. Hier ist so ein richtig krasses Schloss, by the way. Ich kann ja noch ein bisschen Moneten sammeln. Ah ja, hier war auf jeden Fall das mit dem Ofen. Okay, ja, das sind alles Sachen, die wir eigentlich schon erledigt haben. Ich weiß nicht, warum die nicht an sind. Aber das Ganze haben wir schon erledigt. Gut, naja, dann werden wir auf jeden Fall mal dem richtigen Pfad folgen. Es tut mir leid, dass ich mich noch so lange in der Bree aufgehalten habe, aber ich möchte halt nichts verpassen, wenn es noch irgendwas zu sehen gibt. Ich denke, das ist soweit verständlich. Kann ich mit der Vogelscheuche da oben irgendwas machen? Natürlich kann ich damit was machen. Bringen tut mir das allerdings nichts. Ich weiß auch gar nicht, ob das Spiel Achievements hat. Das wollte ich nochmal nachschauen. Ich glaube aber schon. Da hätte man ja jetzt wenigstens ein Achievement für bekommen können, ne? So ungefähr, Vogelscheuche, wo er... Vogelseuche. Nee, lass mal. Vielleicht ganz gut so. Okay, hier graben wir noch ein bisschen. Ich hoffe, dass der Hut sich hier vielleicht befinden könnte. Aber ich glaube wohl kaum, dass der seinen eigenen Hut vergraben hat oder so. Ich meine, er meinte, er hat ihn durch den schwarzen Ritter verloren. Das heißt, wir werden ihm wahrscheinlich noch auf dem Weg begegnen, dem ganzen Hut. Hoffentlich dem ganzen Hut. Nicht, dass er nur noch in 5 Teile dort liegt und ich die wieder zusammennähen muss. Ich bin echt nicht gut im Nähen. Mir wurde das damals beigebracht von meinen Großeltern. So ungefähr mit dem Gedanken so, ja, deine Hosen sind jedes Mal kaputt. Keine Ahnung. Lern dir die endlich mal selber zu nähen, du Idiot. Und ich kann es auch ein bisschen. Ich würde jetzt auch behaupten, dass ich nicht der Schlechteste drin bin. Halt diese klassischen Nähmethoden, die kennt man dann halt einfach. Aber ich weiß nicht. Ich habe halt keinen...
Ich glaube, ich bin ziemlich grobmotorisch, was sowas angeht. Also, ich kann das nicht so gut. Gerade so Feinarbeiten und so, ich weiß nicht. Das ist nicht meine Welt, okay? Ich habe generell eigentlich zwei linke Hände. Was alles angeht. Ich sag nur immer irgendwie, außer bei der Tastatur vielleicht, weil sonst würde ich wahrscheinlich nichts an der Tastatur machen wollen. Seht ihr das da vorne? Was sind das? Das würde ich jetzt gerne mal feststellen, was das bedeutet. Da leuchtet es auf jeden Fall aus allen Löchern, aber... Wieso liegt hier keiner? Hm. Kaputt machen kann ich sie auch nicht? Interessant, ne? Ich denke mal, wir müssen wahrscheinlich in diese kleine Mine dort vorne rein. Ne, ist gar keine Mine. Die Weitsicht ist nicht so gut in dem Spiel. Das sah so ein bisschen blurry aus und ich dachte kurz, es wäre eine Mine, aber es ist es gar nicht gewesen. Trotzdem müssen wir auf jeden Fall hiermit interagieren und da oben müssen wir tatsächlich hin. Bevor wir jedoch das machen werden, werde ich erstmal ganz kurz schauen, was das hier überhaupt ist. Ach, ein kleiner Wasserpott einfach nur. Okay, ja, warum nicht, ne? Vielleicht haben wir hier ein paar Feuchtfarmer gearbeitet. Ach nee, falsches Universum. Das war Star Wars. Oh ja, wo ich jetzt Herr der Ringe dieses Jahr geguckt habe, ist mir auch nochmal aufgefallen, ich muss definitiv auch noch meinen Star Wars Marathon machen. Hätte ich auch wieder richtig Lust drauf. Die liebe ich ja schon seitdem ich klein bin. Schon riesiger Star Wars Fan gewesen. So, hier können wir theoretisch, glaube ich... Nee, ich glaube, das sollen gar keine... Doch, natürlich, warte mal. Hier können wir jeweils Steine freischalten. Warum konnte ich den eben dabei nicht mitnehmen? Ich bin auch so verwirrt, es tut mir leid, ne? Wie gesagt, es braucht immer für mich ein bisschen, bis ich in Spiele wirklich reinkomme. Ich denke aber auch, manche Steine können wir tatsächlich noch gar nicht holen, weil wir die gewissen Charakter dafür noch gar nicht besitzen. Ich meine, allein schon hier, Aragorn oder keiner der Hobbits hat halt einen Gegenstand, um sich irgendwo ranzuhangeln. Das geht also schon mal gar nicht. Ah, okay, und der geht auch auf der Seite raus. Das heißt, anders kommen wir da auch gar nicht rüber in dem Fall. Naja, dann werden wir erstmal den Berg hochklettern. Mit mühsamer Arbeit werden wir den Berg beschreiten. Oh, hier ist eine Treppe. Ey, nützlich. Die Wetterspitze. Mal sehen, ob uns ein ordentlicher Ausblick gelingt. Okay, überspringen. Hier werden wir heute Nacht rasten. Die sind für euch. Raxi steht bei euch. Ich werde mich ein wenig umsehen. Bleibt hier. Was ist mit dem zweiten Frühstück? Ja, der Klassiker. Hobbits sind sehr dafür bekannt, dass sie sehr, sehr viel essen. Und da kann ich gar nicht relaten. Also klar, ich habe ja auch, keine Ahnung, ich habe eine Zeit lang wirklich nur eine Mahlzeit am Tag gegessen. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall. Ich versuche jetzt eigentlich immer schon drei Mahlzeiten am Tag zu haben. Ist da gerade eine Spitzhacke runtergefallen? Achso, die brauche ich aber nicht. Okay, gut. Besser ist es. Es bleibt meistens bei zwei Mahlzeiten. Es gibt immer so, bei mir so typisch Mittagessen, aber das ist eigentlich ziemlich spät erst. Und dann gibt es meistens noch irgendwie in der Nacht was zu essen, was Kleines. Ja. Kannst du mal kurz hier was ausgraben? Achso, das ist gar nicht. Nee, warte, kann man da... Doch, klar kann ich mich da hinstellen. Hier. Und Frodo ist einfach am Schlafen. So, der hat bisher eigentlich am wenigsten gemacht, muss man sagen. Wie gesagt, er ist natürlich vorbelastet durch den Ring. Aber an sich... Muss man denn ja schon mal zugeben, dass der an sich am wenigsten getan hat. Sam kann lila leuchtende Objekte miteinander kombinieren. Oh, geil. So eine gute Beere dort reinmachen, das sehe ich ja auch irgendwie. Ich habe mir vorhin tatsächlich ein bisschen, das erste Mal, so ein bisschen in die Art. Also ich habe irgendwie noch nie selber eine Avocado aufgeschnitten. Jedes Mal, wenn ich Avocado esse, dann eigentlich nur im Sushi-Restaurant. Oh, die erste Funktion, wo wir was bauen können. Oh, das ist ein Klassiker in Lego. Oh, hört euch den Sound an. Wunderschön. Aber ich habe mir vorhin tatsächlich ein bisschen Sushi-Reis. Ich war zu faul, richtiges Sushi zu machen. Ich habe zwar alles dafür da, aber ja, ich weiß nicht, ich wollte das nicht aus dem Keller holen. Und zwar habe ich mir ein bisschen Sushi-Reis im Reiskocher gemacht. Dann habe ich Avocados klein geschnitten. Das lief besser als erwartet tatsächlich. Ich habe gedacht, das geht deutlich schwieriger.
Und ja, dann. Dann habe ich noch ein bisschen Sojasauce raufgemacht und das war mein Essen. Oh, warte, Dings. Mary hatte die Angel. Dann angel mal an dem kleinen Mini-Teich. Mal schauen. Oh, falsche Taste. War da ein bisschen verwirrt gerade. Ja. Am besten immer so nah wie möglich, ne? Desto kleiner der Kreis ist, desto besser, glaube ich. Aber das ist eine ganz coole Angelfunktion, muss ich sagen. Die finde ich ganz cool. Na gut, dass ich den noch greifen kann, sonst wäre ich ein bisschen am Arsch, ne? So, und ich denke mal, die andere Funktion werden wir dann wahrscheinlich mit Mary haben, ne? Mit Pippin. Pippin. Ich weiß immer noch nicht ganz, wie man ihn richtig ausspricht. Ich weiß nicht, warum ich da so eine Schwierigkeiten habe. Aber gut. Haben wir hier vielleicht noch ein Holzstück? Ah, guck mal, perfekt. Ich denke mal, wir brauchen noch ein bisschen mehr Essen, oder? Kann ich mir kaum vorstellen, dass das schon reicht. Hallo? Sammelst du das mal auf? Dankeschön. So, jetzt legt jeder sein kleines... Jetzt. So. Du auch. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Warte. Hat... Oh, Sam hat gar keins, ne? Haben wir zwei mit ihm? Mir war so, als hätten wir schon drei gefunden, aber dann waren das doch nur zwei. Okay, ja klar, warum nicht? Ah, guck mal. Da befindet sich doch noch was Schönes. Und damit können wir tatsächlich ein bisschen in den Berg reinklettern. Und kommen da oben wieder raus. Da gibt es auch schon mal ein bisschen Holz. Ich werde aber erstmal... Ne, warte, ich baue doch schon mal ab. Warum nicht? So, her damit. Können aber auch viel tragen, ne? Das habe ich nicht erwartet, dass Hobbits so eine großen Hosentaschen haben. Ist ganz nützlich. Ich als jemand, der ein sehr großer Freund ist von vielen Taschen an der Hose. Warum nicht? Ah, es sind Eier, ne? Ui. Boah, hier kriegt man ja richtig gutes serviert, Mensch. Also, gut. Bin kein... Also, ich esse Eier nicht wirklich gerne und Fisch auch nicht, aber die Beere war ganz gut. Ne, ist eine Tomate, ne? Ich bin verwirrt. Können wir hier eigentlich reingehen? Nee. Zu sehr Angst vor der Dunkelheit. Verstehe ich. So. Na dann. Wer hat Lust auf ein bisschen was zu futtern? Also ich schon. Her damit. Na dann. Wird ja erstmal ordentlich gebrutzelt, ne? Was macht ihr denn da? Tomaten, Würstchen und knuspriger Speck. Mach das auf, ihr Tölpel. Mach das aus. Na wunderbar. Tja, da hat wohl jemand vergessen, dass Feuer die Nazgul anlockt, ne? Das ist natürlich sehr unvorteilhaft in dem Fall. Ich muss aber... Junge, da hat sie ihn von der Klippe gestoßen. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe jetzt echt vergessen, was ich sagen wollte, dadurch, dass der gute Mary da gerade runtergefallen ist. Das war unvorteilhaft. Nee, ist schon wieder Pippin. Ach, Mensch. Jedes Mal vergesse ich's. Ach so, nee, trotzdem vergessen. Na gut, okay. Hier noch ein bisschen Münzen sammeln. Da gibt es auch gleich so einen Karten-Checkpoint. Warte, was? Das habe ich nicht erwartet, dass wir das bauen. Ah doch, okay. Ich wollte mich schon gerade sagen, ich hätte jetzt erwartet, dass wir eine Brücke bauen. Aber okay. Die sah einfach nur noch ein bisschen... Ja, die sah noch ein bisschen komisch aus. Okay. Ja, speichern und fortfahren, sehr gerne. Ein örtlicher Speicherpunkt, den nehme ich immer sehr gerne an. Und dann wächst da eine kleine Blume. Oh, wie schön. Ich mag Blumen. Aber ich finde normale Pflanzen eigentlich schöner. Also so grüne Pflanzen mit vielen Blättern. Das finde ich immer noch schöner als Blumen. Da verstehe mich immer viele nicht. Aber ich denke mir immer so, ach, so eine riesigen Blätter sehen schon viel cooler aus, oder? Man kann natürlich auch Blüten enthalten. Aber ich finde wirklich, wenn es einfach nur... Ich habe hinter mir auch so eine Pflanze stehen, deswegen wahrscheinlich. Ja, da sind verdammt große Blätter einfach dran. Und die wächst halt auch immer noch weiter seit einem... Ja, seit einem halben Jahr oder so. Und die war schon von Anfang an ziemlich groß. Die habe ich mal geschenkt bekommen. Als ich hier eingezogen bin. Kann ich das hier mal... Achso, okay, jetzt verstehe ich. Ich verstehe, ja.
kurz gedacht, ich muss da was zusammenbauen, aber ich kann die einfach greifen. Das ist eine Sache. So, und damit auch weg. Das ist aber ein ziemlich großer. Also muss ja schon ein ziemlich wuchtiger Stein sein eigentlich, ne? Damit das hier alles runterfällt. Ansonsten ist das sehr, sehr einsturzgefährdet und wir sollten uns auf jeden Fall hier nicht weiter bewegen. Aber na gut. Ich würde auf jeden Fall sagen, in der nächsten Folge machen wir hier weiter bei Lego Herr der Ringe. Ich bin sehr gespannt, ob wir auf die Nazgûl noch ein weiteres Mal treffen werden oder erst so richtig eigentlich. Wenn ihr das also nicht verpassen wollt, dann schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Lego der Herr der Ringe. Lasst eine Bewertung da. Habt noch einen wunderschönen ringereichen Tag. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Bye, bye.